Hallöchen, Hallöchen. Wir sind wieder zurück in dem Schlösschen. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Gold Decoration. Ja, wahrscheinlich müssten wir da was reinplatzieren. Joker. Wenn wir das hier aktivieren, sollten wir in der Lage sein, nach oben zu kommen. Hm, vielleicht später. Oh? Und was ist los? Gibt es das da noch als was anderes du machen willst? Ja, um ehrlich zu sein, schon. Ich will die Eier wieder. Will ich hier erstmal wieder abhauen? Ehrlich gesagt will ich. Wie er läuft. Ehrlich gesagt will ich nicht nur ablaufen. So, ablaufen. Nicht nur abhauen, sondern ich möchte einerseits speichern. Und dann möchte ich mir mal den Anfangsbereich angucken und wie schwer die Gegner da jetzt eigentlich sind. Da können wir ja mal kurz einen Blick reinwerfen. Ich werde jetzt mal, wie gesagt, speichern. Die Pause brauchen wir definitiv. Ich sollte etwas schreiben. Nicht überanstrengen. So. Dann schauen wir uns die Karte an. Was ist das? Underground Prison. Ja, ich einfach mal zum Tor zurück. Hier ist sogar noch dieses Tor, das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber erstmal gehen wir nochmal rein. Wie gesagt, ich will mir die Halle anschauen. Hier haben wir schon alles geplündert, ne? It's not opening. The lock's on the other side. Wir hatten aber auch nicht die Möglichkeit, da durchzukommen, ne? Das ist doof. Können wir durch den Eingang? Hm. Ja, die können nicht durch den Vordereingang. Jetzt will ich aber... Nein, nicht hier, sondern hier. Jetzt will ich aber wissen, ob wir hier hin können. Okay, wir können das nicht machen, deswegen belassen wir es dabei. Do you need something? Ja, wir gehen mal hier rein. In den Velvet Room, ganz kurz. Und schauen uns unsere Personas an. Möglicherweise lagern wir die auch ein bisschen um. How good? Ja, create new Personas. You'd like to read the compendium? Das sind diese ganzen Personas, die wir jetzt also haben, ne? Bei Level. Wir müssen dann Arsene immer bei 1 haben, oder wie? Das ist echt blöd. Aber okay, gut, momentan brauchen wir den auch nicht. Fix hier auch nicht. Explanations. Achso, das sind einfach nur die... Registration? Registrierung. Kann ich die mir mal angucken, was ich überhaupt habe? So. This persona? Der ist natürlich jetzt stärker. Der hat Dia und das und Lunge. Der hat Lunge, den brauchen wir eigentlich nicht. Ach, der hat Blitz. Also, der Pixie hat Blitz. Wow. Justice. Fuse by Result. Was heißt denn Fuse? What path do you want? Ah, okay. Die können wir dann direkt sehen, wenn wir die verbinden, was wir denn kriegen daraus. Verstehe. Hier ist das, dass wir uns einfach angucken können, was wir haben und dann sagen, hey, ich will ein Saki Mitama haben. Not terrible, but not impressive. Das sieht so aus. Ehrlich gesagt brauche ich das nicht.
Nee, ich werde jetzt mal ein paar Personas ablegen. Das ist alles, was ich mache. You'd like to read the compendium? You want to register it? Ja. Auf jeden Fall das hier. Ich verstehe das. Jetzt. Current Status. Wir können das jetzt zum Beispiel registrieren. Ich mach mal hier. You'd like to register this? Go ahead. So requested, I have erased the old registration in favor of your persona's current condition. Und es ist weg. Und es ist jetzt hier. These are the paths you have walked. Wir haben es registriert. These are the paths you have walked. Is this what you want? Und wir können jetzt den kaufen wieder, theoretisch, wenn wir den haben wollen. You can hold no more personas. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das erst richtig. This so. Persona? Nicht bei, verdammt. Ah, das ist ein bisschen tricky, da muss man sich erstmal so ein bisschen noch dran gewöhnen. Wir haben jetzt zum Beispiel den hier, der hätte normalerweise auch das, nur dass er jetzt besser ist, deswegen mache ich mal Register All. You'd like to register this? Ja. Go ahead. Die sind jetzt alle quasi ein bisschen besser. Ich verstehe bloß nicht, wenn ich jetzt die Read here. Raustragen möchte. Read here. Is this what you want? Ja, ich möchte den gerne haben, aber ich kann den nicht haben. Kann ich den nicht ablegen? The inmate needs our guidance. What? You wish to perform an exorcism. Now choose. Boah, ist die unfreundlich. Ich kann nur tatsächlich durch. Not terrible, but not impressive. Durch Fusion das machen. Ich will eigentlich. Achso, und ich kann mir dann aussuchen, welche ich davon nehme. Ja gut, machen wir mal. Machen wir Background Chance Lovers. Eine der vier Aspekte des Shinto. Es bringt große Beute von der Jagd. Es wird gesagt, dass es auch Liebenden bei der Liebe hilft. Bei Profit und Gesundheit. Und neue Pfade öffnen kann. Sowas in der Art. Select the skills you'd like to inherit. Ich nehme auf jeden Will Fall it gain new power? Aggie. I wonder. Certain this persona. Go ahead. Now for a rebirth. Fire and Ice. Das können wir jetzt überspringen, wir kennen das ja schon. So, haben wir eine neue Persona. Love and Sympathy, bla bla bla, was auch immer. Und einen neuen Platz frei. Und es ist eben stärker. Außerdem benutzen wir die anderen so gut wie gar nicht. Alright. Hey, sehr schön. Growth. Was ist denn Energy Drop Cure? Okay. Das kann heilen. Add Wind Resistance to one ally. And Growth earns 25% mehr Experience when not in battle. Okay. Coolo. Matiko. Können wir den Execution leading to rebirth. Ja. Ja, ist okay. Dann könnten wir jetzt noch ein Genbu oder ein Succubus. Aber I see. A strong persona indeed. Hallo Succubus. Ja,
Dormina war das Schlafen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist Verfluchen und Life Drain ist eigentlich auch nicht so schlecht. Was kann die dann? Brainwash. Ist das Verwirrung? Critical Rate ist natürlich auch nicht schlecht. Succubus Moon. Aber das brauchen wir eigentlich noch nicht. Ich lasse es erstmal so. Das reicht ja auch. So. Finished for now. Are you finished? Oh nein, ich bin noch nicht fertig. Ich habe was vergessen, verdammt. How fair. You'd like to read the compendium? Okay, muss ich nicht registrieren, dann ist alles gut. Done already. So, ja, no ist egal. Slacking off. Hauen wir hier ab. Sehr schön. Und wir hauen, wie gesagt, ab. Ja. World from now returning. Achso, now returning to the real world from Commission Pillars. Thank you for the hard work. Okay, wir haben hier einiges geleistet. Jetzt haben wir uns das aber auch verdient, mal wieder zurückzugehen. Das haben wir alles geschafft. Deswegen ist eigentlich nicht schlecht. Infiltration Log. When leaving a palace, your progress will be shown in the infiltration log. Your teammates will also comment on how far you have left to go. Well. Ich glaube, wir haben den halben Weg schon geschafft. Ich habe so das leichte Gefühl, dass wir uns dem Schatz nähern. Come on, man. Moment mal, wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Oh. Wie groß ist dieser verdammte Platz? Palast. Ja, ich schätze, dass wir uns unserem Ziel immer langsam nähern. Lass uns beim nächsten Mal versuchen, mehr Platz abzudecken. Wenn wir hier drin sind. Also, dass wir noch mehr schaffen, will er. Gut, ja, aber dafür brauchen wir mehr Zeug oder so. Und wir kommen wieder hier hin. Ich bin ziemlich erschöpft vom Metaverse. Lass uns schnell zu Bett gehen und uns ausruhen. After exploring the Metaverse. Exploring the Metaverse is taxing and will leave you drained. It would be best to go straight to bed and rest the following evening. Hey. Du solltest besser keine Schwierigkeiten bereiten. Du machst nur einen Fehler und dein Leben ist vorbei. Hat er das nicht schon mal gesagt? Jetzt gucken wir uns mal das Netzwerk an. Oh, Crossword Puzzle? Ach, wir können jetzt auch noch hier lernen. Sprechen wir mal mit ihm. Gibst du mit der Katze 8? Guck mich nicht an, wegen Hilfe. Aber wir kommen nicht an ihm vorbei. Das ist auch blöd. Hallo? Why would you use the thing in this day and age? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich das benutzen sollte. Da hat jemand was vergessen. Ein Kreuzworträtsel-Magazin, hä? Bist du nicht müde genug? Lass uns das für ein andermal machen. Ich möchte aber... And now, politics. The Minister of Transport has made his first public appearance since the tragic train accident. He refuses to respond to claims that he had ignored safety risks that may have led to the accident. Er hat sie ignoriert? Obwohl er davon wusste? Das hört sich ziemlich ernst an. Wenn wir nur wüssten, wie wir einen speziellen Curry in diesem Laden herstellen könnten. Dann würden wir es die ganze Zeit essen. Bist du nicht müde?
lass uns den Tag beenden. Für heute. Und ins Bett gehen. Ja, ja, okay. Können wir rausgehen? Hey. Okay, wir haben auch nicht mal die Erlaubnis rauszugehen. Das ist ja echt mies. Dürfen wir wenigstens auf Toilette gehen, mit der Katze zusammen? Ich hätte gerne etwas mehr Privatsphäre. Tja, wir haben uns zwar gut vorbereitet, aber... Ja, es hat dann doch nicht so gereicht. Ja, ja. Also wenn wir hochgehen, gehen wir sofort schlafen, oder was? Ja, der lässt uns nicht. Na gut, dann... Hey. Ja, okay, wir gehen ja schon schlafen. Meine Fresse. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass wir die Person aus nicht ablegen können. Dienstag, der 19. Vielleicht sollten wir nochmal gucken, ob da bis zum... Keine Ahnung, irgendwann Feiertag ist. Dull Student. Ich dachte... Ich würde eine Freundin bekommen, wenn ich erstmal in der Highschool bin. Aber ich habe bis jetzt noch kein Glück gehabt. Ist da irgendwas falsch mit mir? Stimmt etwas nicht mit mir? Vielleicht. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr. Musst du mehr an dir arbeiten. Vielleicht solltest du ein paar Bücher lesen. Erweitere deinen Horizont. So, kannst du mir über mehr Sachen reden? Dadurch baust du quasi ein Verlangen zu dir auf. Und wenn du intelligenter erscheinst oder bist. Es braucht harte Arbeit. Trotzdem. Es wird nicht über Nacht passieren. Ja, aber Bücher machen mich schläfrig. Ich schätze, ich werde es trotzdem mal versuchen. Wenn es mir hilft, besser mit den Ladies, damit ich beliebter werde. Ist die Bücherei da, wo du die Bücher ausleihst? Nice. Bücher zu lesen ist wichtig, um deinen Geist zu erweitern. Bücher sind großartig, warum sollte ich das dann tun? I don't like reading, so. Er mag es nicht zu lesen, aber ich sag mal, Bücher sind großartig. Oh. Ich stimme dir total zu. You can apparently read for free at the school library. So you should try and take advantage of that. Also wir sollen in der Bücherei lesen. Und es gibt noch einen Buchladen im Central Store oder in der Central Station. Ich habe es gerade nicht ganz mitbekommen. Ignoriert das. Let's get started. Ein jüngerer Lehrer. Hallo da. Zu jedem. Ich bin Mr. Hiruta, euer Biologielehrer. Ah, ihr müsst alle so schockiert sein von dem, was mit Susui-san passiert ist. Es war auch für mich ein Schock. Aber, ich kann verstehen, wie sie sich gefühlt hat. Ihre Augen waren eine Leere ihres Lebens, als sie nach oben schaute in diese verlassene, hoffnungslose Welt. Nun, ich nehme mal an, dass jeder die Welt anders sieht. Wir sollten einen Test haben. Try to answer this. Du dort, schau dir dieses Diagramm an. Das ist eine knifflige Frage. Also die Linie, die von A ausgeht, ist hier mit B oder C verbunden? Ja, das ist mal ein lustiger Test für euch. Das ist echt tricky. Ich würde zwar sagen, dass sie mehr mit B verbunden ist. Jetzt können wir aufs Network gucken. Die meisten haben C gesagt. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich auch eher der Nieder anschließen, dass sie mit keiner der verbunden ist.
Andererseits... Nein, wenn man sich das guckt und das eine richtige Diagonale ist, die ja da durchgeht, dann musst du ja von der Ecke genauso viel Abstand eigentlich haben wie unten. Das heißt, C ist ja auch viel zu hoch. Ich sag nieder. Hm. I was wrong about you. Also kannst du es nicht sehen. Die korrekte Antwort ist, dass das mit C verbunden ist. Tja. Es ist eine optische Illusion. Ja, was habt ihr gesehen? Ist es nicht seltsam, dass sie sich anders sehen können? Oh man. Crap, the teacher's looking at us. Jetzt haben wir schon wieder versagt. Ja, so wie wir die Welt sehen, ist nur ein Trick des Verstandes. Es ist mehr alles, was wir wahrnehmen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Welt, so wie wir sie sehen, für jeden gleich ist. I see. So wie du die Welt siehst, kommt von deinem Gehirn quasi. Und den Verbundenheit. Optische Illusion und das Metaverse könnten ziemlich ähnlich sein. Oh Mann, ich fühle mich schlecht, einfach, dass ich das schon wieder nicht gesehen habe. Tuesday, school after. Hey, where are you right now? Hey, wo bist du gerade? Ich bin noch im Klassenraum. Ich bin auch noch in der Schule. Ich bin bei der, bei den Treppen draußen, neben deinem Klassenzimmer. Denkst du, wir sollten heute in den Palast gehen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Hey. Something the other day when we were running around the palace. Also er hat irgendwas gedacht, als wir bei dem Palast waren. Fühlt sich, dass schwach wird. We are probably gonna run into some pretty tough shadows sometime. We should try to get stronger too. Also wir sollen trainieren. It's sunny outside, perfect for training. So you wanna get your blood pumping? Wow! Scheint so, dass Ryuji ziemlich viel aus seinem Kopf hat. Also, dass er sich ziemlich viele Gedanken macht. Es stimmt schon, dass das Training unserer Körper we have to move when it counts. Dass es was bringt, dass es uns confident in invitations. Confident will send invitation to spend time with them via IM. Some messages will be important. You can accept the invitation by responding to the message, but there is no need to reply immediately. Text messages that have been responded to two will have hold by the message. Wait too long to respond, and the invitation will expire. Not every IM needs a reply. Accept the invitation from people you are interested in. Okay. There is to the trouble of inviting you. So why not listen to what he has to say? Also warum sollten wir nicht zuhören, was er zu sagen hat? Oh, sie fragt auch. Gehen wir heute ins Palast? Ich will to get everyone want to do should. Will ich eigentlich gar nicht. If you can come closer with Ryuji, thanks to the chariot persona aggression. I feel like my boundaries will grow stronger soon. Spending time with confidence. Spending time with your confidence after school or at night will deepen your trust in each other. Think carefully about who you will spend your limited time with as you progress through various palaces. So what do you plan on doing? Want to hang out with Ryuji?
check mal den Bound, der ist bei 1. Wir bräuchten aber den Wetten Pass auf jeden Fall. Deswegen sollten wir schon mal mit ihm rumhängen. Let's do some quick warm-ups behind the gym then. Also wir sollten ein paar schnelle Aufwärmungen machen hinter dem hinter der Turnhalle. Oh. Und du solltest dich erstmal umziehen. Machen wir das mal. Ein bisschen Training kann nicht schaden. Mann! Dieser Ort bringt Erinnerungen zurück. Das ist mein geheimer Trainingsort. War es. Damals, als ich noch im Leichtathletik-Team war. Tatsächlich, habe ich darüber nachgedacht, dass ich wieder anfange mit dem Laufen. Das Kämpfen in dieser anderen Welt war ein totaler Schock. Ich konnte mich nicht bewegen, wie ich es früher gemacht habe. Es fühlte sich einfach nur lahm an. Also habe ich angefangen nachzudenken, vielleicht sollte ich wieder meine Muskeln aufbauen. Alles ist besser als dieser seltsame Körper, nicht wahr? Zudem kann ich dadurch ein bisschen mehr helfen. Helpwood, what? I'm counting on you. Ich zähle auf dich. Du bist ziemlich begeistert. Ich zähle auf dich. Soll ich einfach mal? Ich werde total deine Erwartungen zerstören, glaube ich. Oder übertreffen. Ich weiß nicht, was Wreck in dem Kontext genau heißt. Ich meine, das in einer guten Art und Weise. Wie dem auch sei. Du tust so, als ob ich der Einzige wäre, der dir das machen wird. Aber du wirst das ja auch machen. Das Training. Come on, man. Wow, sei nicht überrascht. Warum denkst du, habe ich dich gesagt, dass du die Klamotten wechseln sollst? Es wäre sinnlos, wenn ich der Einzige bin, der super schnell wird, nicht wahr? In Ordnung. Ich werde ein paar Kniebeugen machen. Knielift-Sprints? Das weiß ich nicht, was das ist. Du wirst die normalen machen. Okay. I can... Round is cool. Also ich bin mit Rüge um die Schule gelaufen. Wow, der war aber schneller. Verdammt! Meine Beine sind total fertig. Bevor Kamoshida hierher kam, war das Laufteam oder das Leichtathletikteam das größte Ding in der Schule. Aber alles hat sich verändert, nachdem er unser Trainer gefeuert wurde und er übernommen hat als der Neue quasi. Dieser Bastard. Direkt vom Start an hat er versucht, uns loszuwerden. Er hat uns total verrückte Aufgaben und Trainings gegeben, die wir nicht mal erfüllen konnten, die wir hätten überhaupt nicht erfüllen können. Und er hat sogar noch mehr drauf gestapelt. Tag nach Tag. Nichts als dieser Blödsinn. Und er hat es auf mich besonders abgesehen. Er wusste, ich war der Typ, der zurückgekämpft hat. Sogar wenn meine Zeit ein bisschen langsamer war als sonst, hat er mich blöd angemacht. Und obendrein hat er meine Eltern gegen mich aufgebracht. And then you punched him? Was war mit ihm? Ja, ich schau mal, was mit ihnen war. Die Wahrheit ist, meine Mutter ist die Einzige, die ich noch habe. Und das Einzige, was mein Vater getan hat, als er noch da war, war es zu trinken.
Manchmal hat er sogar mich und meine Mutter geschlagen. Typisches Problemkind. Ich weiß nicht, was dieser Bastard Kamoshida da herausgefunden hat, aber er hat es dem verdammten, gottverdammten gesamten Team erzählt. Und wie du raten kannst, habe ich es alles verloren und habe ihn geschlagen. Also ich bin total durchgedreht und habe ihn geschlagen. Es war so, als ob er es wollte, dass ich es tue. Und er hat es dann einen Akt der Gewalt genannt und hat das Team geschlossen. Dem sei Dank. Wegen diesem Ding behandeln mich die anderen Leute vom Laufteam wie eine Art Verräter. Und sie haben nicht Unrecht. Wegen mir haben sie alle ihre Chance verloren, auf einen Meistertitel. Oder eine Meisterschaft. Do you regret it? Do you want to go back? Willst du zurück? Oder bereust du es? Willst du zurück? To the track team? Laufteam? Na. Wie könnte ich nach all dem? Ganz einfach, Mann. Fass dir ein Herz und geh wieder zurück. Bring die Sache wieder in Ordnung. Und ich meine, wenn Kamoshida irgendwann nicht mehr da ist, warum nicht? Komm schon. Frag mich nicht solche harten Antworten. Fragen. Ich bin nicht so schlau. Weißt du? Du weißt ja. Wie dem auch sei. Es macht keinen Unterschied mehr. Das liegt alles in der Vergangenheit. Ich denke jetzt nur noch über die Zukunft nach. Das ist das, was wir hier tun. Eine Zukunft aufbauen. Wir müssen positiv denken. Brother. High five, man. I feel like my bond with Ryuji is growing deeper. Also, unser Bande hat sich verstärkt. Verstärkt? Verstärkt. Jetzt kann ich auch Button Pass machen. Mit ihm. Alright. Was ganz Gutes, denke ich mal. Yeah. Nice. Alright. Komm schon. Wir haben uns gerade erst aufgewärmt, nicht wahr? Wie wär's mit einem weiteren Lauf? Ah, übrigens, du bist ganz schön gut beim, was Laufen angeht. Nicht so gut wie ich, aber... Ah, Schnauf. Ah, verdammt. Meine Beine zittern. Don't collapse on your way home, man. Also, brich nicht auf dem Weg zurück nach Hause zusammen. Später. Man sieht sich. Blabla. Blibblubblubblub. Schön, haben wir noch ein bisschen Zeit mit Ryuji verbracht? Finde ich ganz gut. Also nur weil du jetzt die Schule ernst nimmst, heißt das nicht, dass ich kein Auge mehr auf dich habe. Verstanden? Ich werde wissen, wie das aussieht, wenn ich deine Noten sehe. Ich will einen Beweis, dass du einen Neuanfang versuchst. Wanna prove you are turning over a new leaf? Make studying a habit. A second nature is briefing. Briefing, ja. Okay, wir sollen uns ein Zeug legen, damit wir gute Leistung bringen. Oh ja. Und du kannst das ganze Zeug, was da oben rumsteht, beseitigen, wenn du willst. Die Räume brauchen guten. Muss mal gut aufgeräumt werden. Oh ja, danke schön. Let's do it. Okay, wir speichern unsere Zeit, die wir hier verbracht haben. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit ein bisschen Lernen und ein bisschen so Leben. Das, was auch bei Persona sehr Spaß macht. Danke fürs Einschalten und bis dann. Bye bye. Let's do it. Hallo und willkommen zu Persona 5. Können wir noch raus? Nein, er hat mir die Erlaubnis nicht gegeben. So ein Mistkerl. Sprechen wir mit ihm. Ich wollte mir nicht die Bohnen angucken.
Können wir mit ihm? Wenn du lernen willst, du kannst hier diese Kabinen benutzen. Aber vergiss nicht, sie danach zu reinigen, okay? Na. Oh nein, das Kreuzworträtsel ist weg. Pompöser männlicher Kunde. Oh, ich entschuldige mich. Ich war, dass ich meine Zeit hier, keine Ahnung. I finished a critique for work, so I'm partaking in a moment's rest. The ambience of my favorite coffee at closing time. This perfect silence suits my very soul. Aber der Fernseher ist drin. Naja, ich werde dann nach Hause gehen. Haben wir ihn jetzt verscheucht? Ich hoffe nicht. Season Table, Vintage. Ich dachte, wir könnten das zum Lernen benutzen, jetzt können wir es nicht benutzen. Ah, okay. Hier können wir. Lernen, studying will cause time to pass, but will improve your knowledge. Rain makes it easier to focus and studying on these days will have a greater effect. Plan according to take advantage of rainy days. Also, wenn es regnet, können wir uns besser konzentrieren. If you study here, I could probably improve your knowledge. Now listen up. You won't have much time for studying when you go out into the world. So study now while you can. Ja, wir werden uns das mal angucken. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt lernen wollen will. Was gibt's in den Nachrichten? It's how the government handles. Die ganze Zeit irgendwie eine Politik. Criticism government is on the rise. The minister may be forced to resign. Also der Minister soll zurücktreten. Incident drastically affected his approval rating as evidential by a poll conducted by this show. So he's lost because of the exit. Also der hat seine Beliebtheit verloren wegen dem, was er da auch immer gemacht hat. Und naja. Huch. Achso. Nehmen wir mal unsere. Also wir können hier aufräumen. Also sollten wir anfangen. Ja, ein zugerümpelter Raum ist ein zugerümpelter Verstand. Da hat er mal gar nicht so Unrecht, der Katerich hier. Ich wollte aber mal gucken, ob ich Lockpicks herstellen kann. Tatsächlich kann ich. Okay. To make a lockpick. Ja, wenn wir noch Zeit haben, machen wir das. Aber ich will erstmal aufräumen. Oh. Do you feel like cleaning up now? Ja, lass uns mal aufräumen. Wenn es regnet, werden wir. Oh, schau mal. Die Pflanze ist immer noch am Leben. Wir können mit ihr etwas dekorieren. Nice. Ja. Sogar dieser komische Raum kann mit ein bisschen Grün zum Leben erweckt werden. Du solltest dich gut um diese Pflanze kümmern, dass sie nicht austrocknet. Und dann vertrocknet. Okay. Das ist eine gute Gelegenheit. Das Bücherregal da drüben sieht ein bisschen unordentlich aus. Dann lass uns alles aufräumen, wenn wir gerade schon dabei sind. Ja, dann räumen wir mal uns ein bisschen. Politik, Gesetze, Philosophie. Das hört sich alles ziemlich schwierig an, diese Bücher. Oh. Vielleicht kannst du dieses da hier lesen. Yonsha Wanderer. Ich frage mich, warum dieses hier mit da reingewandert ist. Zu diesen ganz schweren Büchern. Ich schätze, es macht keinen Unterschied. Oder es ist egal. Well then. Dieser Raum fühlt sich jetzt schon viel angenehmer an.
Jetzt kannst du diesen Raum so verändern, wie du möchtest. Was? Ich war noch nicht bereit, schlafen zu gehen. Mann, hier wird man voll zum Schlafen gezwungen. Hätte ich dann doch noch ein bisschen einen Lockpick machen können. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber was soll's.